Ich habe mir das Beten ganz bewusst und aus freiem Entschluss abgewöhnt, sagt sie mit 14 Jahren. Und viele Jahre später, mein Beruf ist es, für alle betend vor Gott zu stehen. Sie hat einen langen Weg gemacht, Edith Stein, von der jungen, hochintelligenten Frau jüdischer Herkunft, die sich selbst als Atheistin bezeichnet, über die Dozentin der Philosophie bis hin zur Taufe und später zum Eintritt in den Orden, in den Karmel in Köln. Und schließlich bis zur Hingabe ihres Lebens im KZ in Auschwitz für ihr Volk. Eine Zeitzeugin erzählt, sie habe Edith Stein einmal gesagt, sie sind keine Atheistin, sie sind eine Suchende. Nicht Wissen, sondern Glauben kann ihnen helfen. Beten sie zum Heiligen Geist. Daraufhin habe Edith Stein gesagt, beten sie mir vor. Und diese Zeitzeugin habe gesagt, bete, komm zu mir, Heiliger Geist, erleuchte mich, ich folge dir. Kurz nach diesem Gespräch entdeckt Edith Stein bei einer befreundeten Familie die Biografie von Teresa von Avila. Sie liest sie ohne aufzuhören in einem Zug durch, sagt, das ist die Wahrheit, und lässt sich taufen. Später nimmt sie als Ordensfrau den Namen an, Teresa, gesegnet vom Kreuz. Heute im Nachtgebet bete ich für alle, die sich selbst als Atheisten bezeichnen, dass sie Christen begegnen, die ihre Suche verstehen und ihnen helfen, die Wahrheit zu finden. 22 Uhr im Nachtgebet auf domradio.de. Dein Weihbischof Ansgar.